DFG Science TV. Suche nach Heilung gegen das Vergessen. Wie Zebrafische helfen, Alzheimer zu verstehen. Doktorand Dominique Paquet ist dem Ziel, ein Mittel gegen Alzheimer zu entwickeln, ein großes Stück näher gekommen. Er hat es geschafft, Zebrafischen ein menschliches Alzheimer-Gen einzusetzen. Doch er muss erst noch herausfinden, wie die Fische auf das neue Gen und die Krankheit reagieren werden. Was natürlich jetzt unheimlich wichtig wäre, ist, dass wir Symptome in diesen Fischen sehen. Dass man halt zum Beispiel ähnlich wie in Patienten sieht, dass sich Ablagerungen bilden oder dass halt Nervenzellen absterben. Weil nur dann, wenn wir diese Symptome sehen, dann können wir wirklich die Fische verwenden, um auch zum Beispiel Medikamente zu testen an diesen Fischen, neue Wirkstoffe zu finden. Ob die Fische Symptome von Alzheimer aufweisen, kann Dominik jedoch nur feststellen, wenn er ihre Zellen untersucht. Betroffene Zellen haben Verklumpungen des Tau-Proteins. Die Verklumpungen werden jedoch nur durch eine spezielle Färbemethode, eine sogenannte Silberfärbung, sichtbar. Keine leichte Aufgabe, denn bevor er die Fische einfärben kann, muss er sie einfrieren und mit einem sogenannten Kryostat in hauchdünne Scheiben schneiden. So können die Zellen die Farbe besser aufnehmen. Die Präparate werden dann in viele verschiedene Färbelösungen getaucht und ausgewaschen. So ist gewährleistet, dass die Farbe nur an den Verklumpungen haftet. Und tatsächlich, in 5 Wochen alten Fischen sind Verklumpungen zu erkennen. Ein erster Erfolg. Doch ob in den Fischen die Zellen wirklich absterben, kann Dominik nur am lebenden Fisch untersuchen. Mithilfe eines speziellen Farbstoffes, der ins Wasser gegeben wird. Dieser wird nur von sterbenden Zellen aufgenommen und färbt diese dann gelb. So ist es möglich, mit einem Mikroskop am lebenden Tier zu beobachten, wie die Nervenzellen absterben. Ja, ich habe jetzt gerade die Alzheimer-Fische zum ersten Mal unter unser modernes Laserscanning-Mikroskop gelegt. Das hat eine sehr hohe Auflösung und da kann man wirklich sehr genau hingucken und die Nervenzellen im Detail studieren. Und da konnte ich jetzt wirklich zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum live beobachten, wie die Nervenzellen abgestorben sind. Das ist was, wo wir denken, dass es im Patienten ganz ähnlich passiert, dass eben die Zellen absterben. Dominik hat es geschafft. Er hat ein neues Tiermodell entwickelt, das typische Symptome von Alzheimer aufweist. Wir können jetzt Rückschlüsse ziehen von dem Fisch auf den Patienten und können da auch Ideen entwickeln, wie man dieses Absterben aufhalten kann. Wird Frauke es schaffen, ein Medikament zu finden, das den Zelltod aufhält? Mehr auf DFG Science TV. Weck den Forscher in dir.